So, jetzt sind wir im Park, ne? Juri, ich bin's, Lian. Warum rennst du weg? Mara. Nein, lass sie gehen. Ich konnte nicht an ihn rankommen. Die Amerikanerin war auch in der Disco, aber ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen. Nein, Logan ist nicht hier. Ich weiß nicht, wie er entkommen konnte. Okay, zurück zum Hauptquartier. Die Pläne haben sich geändert. Mara, 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 es wird sich noch sehr viel für dich ändern. Ja. Besser wär's. Autsch! Er lässt mich noch nicht mal aussprechen, der Mensch. Und im Auto durfte man doch hin. Durfte man das doch nicht hochladen. Da war doch irgendwie was drin, oder nicht? Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist hochgegangen. Da glaube ich schon hochgejagt. Ich würde meinen, war und im Auto war was drin. Und was Wichtiges. Wie gesagt, es wird von Mission zu Mission immer blöder, weil wie gesagt, es kommen jetzt immer mehr Situationen, die nicht schön sind. Nee, ist alles nicht so schön. Deswegen bin ich so ruhig, ey. Hier brauchst du Concentration. Komm. Er kommt doch wieder vor, oder nicht? Jetzt sag bloß, jetzt versteckt er sich dahinter. Ey! Was für ein dämlicher Sack. Genau, die Biese. Die Biese. Ich hab's. Die Biese. So. Das mit dem Gregorov ist immer so eine blöde Mission, ey. Immer dasselbe mit dem Typen. Wieso? Magst du nicht, wenn Frauen dir hinterher spionieren? Ja gut, der mag das schon, aber trotzdem. Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3. Nein, noch mehr. Hier, Nummer 4 ist gleich unter mir. Ja, das war's. Das reicht ja auch fürs Erste. Ey, der schmeißt den von da aus schon. Junge, Junge, Junge. Ihr seid aber echt aggressiv eingestellt.
Ich guck gerade auf den Stream. Na, der ist noch nicht so ganz, ganz frei von allem. Ja, ich habe auch, man muss auch sagen, ich habe auch gegen 0 Uhr gestreamt, da ist halt das weniger. Vielleicht sollte ich meine Streamzeiten dementsprechend anpassen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo muss ich denn eigentlich hin? Karte? Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber ich denke mal schon. Kann ja auch noch was anderes sagen, außer verdammtes Weib. Wie wär's denn nur, wenn du sagst, ey, Leon, herzlich willkommen in Russland oder Herz oder hey, Freundin, ich will mit dir reden oder was auch immer. Aber nee, muss gleich geschossen werden. Oder heißt das auf Russisch herzlich willkommen? Ich hoffe nicht. Jetzt muss ich gerade mal gucken, gegenüberliegende die Seite ist das. Das ist ja gegenüberliegend. Oh! Gegenüberliegend immer so Scharfschütze. So. Ja, das war ja nur absehbar, wa? So, jetzt müssen wir nochmal hier hin. Bei dem anderen müssen wir mehr aufpassen. Bei dem einen wissen wir es ja noch. Meins? Das ist doch scheiße! Das ist doch Dreck! Nochmal. Der hat aber echt eine Menge Leute aufzubieten hier. Das ist nicht freundlich, du. Man muss aber auch sagen, die Leon ist noch gut bei Fuß, ne? Wenn man bedenkt, dass die ein Virus in sich trägt. Ob ich da noch so sportlich wäre, ist eine andere Geschichte. Man muss ja nicht alle umnieten. Nur so viel, dass man vorbeikommt. Period! Oh. Nix mit Angriff. Oh.
So, und dann noch eine letzte. War's das? Hoffentlich. Ich glaube, das Ding hängt manchmal so, wenn du, wenn das zu hektisch wird im Spiel. Das ist meine Vermutung. Ja, jetzt läuft es wieder flüssig. Insgesamt ist der Zustand des Streams hervorragend. Also das kann mir Twitch in dem Sinne schon anzeigen. Hör auf mit dem Versteckspielen und zeig dich. Ich habe Grigorov in die Enge getrieben. Er wird nicht kampflos aufgeben, aber wir brauchen ihn lebend. Hörst du? Gabe, hörst du mich? Okay. Dann lasse ich mir was einfallen. Das wäre nicht schlecht. Auf alle Fälle müssen wir aufpassen. Ich werde freiwillig sagen, wo ich bin. Dann müsste ich einen Sockenschuss haben, müsste ich da. Haben wir jetzt Glück gehabt, der hat uns nämlich schon, ne? War das alles, was du kannst? Ja, ich komme noch mehr, pass auf. Und tschüss. Leon, bist du da? Gabe, wo warst du? Alles okay? Uns geht's gut. Die Mietwagenfirma könnte etwas sauer werden. Ich bin im Park bei der Kosak-Statue. Ich habe Grigorov. Sind schon unterwegs. Gabe, ich weiß jetzt, warum sich Grigorov so merkwürdig benommen hat. Was ist los? Miss Liang Xing, ich bin Wladimir Nedobri vom SVR. Ich fürchte, Sie müssen mit uns kommen. Aber das ist nicht Juri Grigorov. Das ist ein Betrüger. Ja, das wissen wir. Wenn sie es schon wissen, warum haben sie da nichts gemacht? Warum müssen wir schon wieder die Drecksarbeit erledigen? Wer ist diese Mara Aramov? Ihr beide scheint sie ja gut zu kennen. Das ist eine sehr lange Geschichte. Für wen arbeitet sie? Ich dachte, ihr hättet gesagt, dass sie für Markinson arbeitet. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Er hat endlich geredet. Grigorov wird am Punkt 36 festgehalten. Punkt 36. Was ist Punkt 36? Punkt 36 ist ein Frauengefängnis in Sibirien. Es befindet sich in der Stadt Kasak, russisch für weißes Grab. Du meinst das Alier-Gefängnis? Was? Wurde unter Stalin gebaut, um die Frauen und Mütter der politischen Dissidenten gefangen zu halten. Es wurde 1954 unter Khrushchev geschlossen. Hat man angenommen, war aber nicht so. Ihr scheint beide sehr viel darüber zu wissen. Ich lese viel, besonders über unterdrückte Frauen. Tausende von Frauen sind dort gestorben, ohne zu wissen, wo ihre Kinder oder Ehemänner waren. Wenn es nicht das Gefängnis war, dann war es die Kälte und die gebrochenen Herzen. Ich habe nichts darüber gelesen. Ich war dort. Ich wurde dort vor 8 Jahren eingesperrt, nachdem ich in Afghanistan in Gefangenschaft geraten war. Mein erster Auftrag für die Volksrepublik, bevor die Agentur mich angeheuert hat. Ein Frauengefängnis, das nicht existiert. Der beste Ort, um politische Gegner verschwinden zu lassen. Es scheint, als hätte Glasnost auch ihre Grenzen. Da ist noch mehr. Grigorov war dabei, ein internationales Waffenkonsortium zu untersuchen. Die gleiche Gruppe, die eure Agentur kontrolliert, will auch bei uns einsteigen. Grigorov hat mitgespielt. Sie haben Waffen an die Sandinisten und die Contras verkauft und den Krieg zwischen Iran und Irak angeheizt. Der SVR hat sich nicht eingemischt. Lass den Westen sich selbst zerstören. Genau, aber das Siphon-Filter-Virus hat alles verändert.
Gregora fand heraus, dass Xiao diesen Virus kaufen wollte. Der Herrscher über die Provinz Heilongjiang, die sich von der Volksrepublik China lösen will. Noch ist es nicht so weit. Wegen dieser Provinz haben sich unsere beiden Staaten seit 400 Jahren bekriegt. Wenn Xiao Erfolg hat, wird China den Krieg ausrufen. Und Russland wird auch mit hineingezogen. Dafür wird Xiao sorgen. Der Einzige, der den Waffentransfer noch stoppen kann, ist Grigorov. Deshalb war er im Farcom-Lagerhaus, als wir da waren. Er hat auch die Disketten gesucht. Und wo er auch dachte, dass er die gesamten Daten hätte. Aus Sicherheitsgründen hat Grigorov alle seine Akten versteckt. Der Betrüger hat es nicht geschafft, sie zu finden. Und wir wussten nichts davon. Wir müssen ihn befreien. Es bleibt nicht viel Zeit. Sie haben seine Hinrichtung angeordnet. Er soll auf dem elektrischen Stuhl morgen um Mitternacht sterben. Ich werde reingehen. Nein, du bist noch nicht kräftig genug. Ich muss das tun, Gabe. Mein Leben steht auf dem Spiel. Wenn wir die andere Hälfte der Farcom-Daten nicht bekommen und es sind meine Landsleute, die sterben werden, wenn Xiao die zweite Phase des Seifenfiltervirus erhält. Außerdem bin ich die Einzige, die das Gefängnis von innen kennt. Okay, er gehört dir. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich bin drin. Es wird jetzt nicht mehr lange dauern. Wir sind am Treffpunkt. Hier ist alles klar. Ich gehe jetzt zur unteren Stromversorgung. Sobald ich dort bin, werde ich sie ausschalten. Dann machen wir mal. Das wird jetzt noch oberlustig. Misch, иди сюда, дело есть. Да, иду. Ты что-нибудь слышал насчет мужчины? Оно просто похоже на мужчину. Миша, ну ты козел. Пожалуйста, перестаньте! Verdammt! Ach, das habe ich vergessen. Das ging ja... Du musstest erst so lang und dann durftest du... Ach. Ja. Миш, иди сюда, дело есть. Да, иду. Alles klar. Ты что-нибудь слышал насчет... Und wie läuft das unter Stream-Bedingungen nie so pralle? Oder habe ich da den falschen Eindruck? Миш, иди сюда, дело есть. Да, иду. Ты что-нибудь слышал насчет сегодняшней казни? А что? Это же мужчина. Verdammt! Hä? Ich mach das schon immer so. Миш, иди сюда, дело есть. Да, иду. Ты что-нибудь слышал насчет сегодняшней казни? А что? Это же мужчина. Оно просто похоже на мужчину. Миша, ну ты козел. Эй, ich glaub langsam, ich fall vom Stuhl hier. Пожалуйста, перестаньте. So, jetzt nochmal hier lang. Ich glaube, hier war auch eine Wache. Павел. Павел? Павел, давай вставай. Oh. Sorry.
Das ist doch jetzt nicht. Das ist ein Witz. Das ist doch jetzt echt ein Witz. Миш, иди сюда, дело есть. Да, иду. Ты что-нибудь слышал насчет сегодняшней казни? А что? Это же мужчина. Она просто похожа на мужчину. Ich mach nichts. Ich mach dasselbe wie immer. Das absolut gleiche. Und das ist das, was ich nicht verstehe gerade. Миш, иди сюда, дело есть. Да, иду. Ты что-нибудь слышал насчет сегодняшней казни? Она просто похожа на машину. Миша, ну ты козел. Das ist das, was ich nicht raffe, weil im Grunde genommen müsste es immer gehen. Пожалуйста, перестаньте. So. Kann sich nur noch um Stunden handeln. Wie man es nimmt, ne? Muss nicht immer gut werden, alles. Ach, Odessa, Schrebtschuschina o Moria. Ach, Odessa, taradaradarara. Ganz vorsichtig. Das ist mal ganz vorsichtig vorgehen, wie so ein rohes Ei. Ach, shit. Ja. Verdammt. Das war klar. Weil es war schon richtig, aber irgendwie zu nachlässig. Ach, Odessa, Schrebtschuschina o Moria. Ach, Odessa, taradaradarara. Das war schon alles richtig. So. Охранник, дай воды, пожалуйста. Das ist das, was ich nicht verstehe. Auch das habe ich so die ganze Zeit immer gemacht. Ich tue ja nichts anderes, was ich sonst auch mache. Ach, Odessa, Schrebtschuschina o Moria. Ach, Odessa, taradaradarara. Das ist auch, weil der so ewig sich nicht auskäsen tut. Der wartet ewig. Oh, hier, ich gucke mal. Охранник, дай воды. Das ist so arschknapp immer. Ja, das ist. Wie soll das alles funktionieren, wenn ich das immer schon so gemacht habe? Muss ich hier gerade aufregen. Also das verstehe ich irgendwo echt nicht ganz. Ich
hab das schon immer so gedacht, bin da rein, hab ihn ausgeschalten, hab mich erstmal versteckt dann. Weil dieser Typ angelatscht kam. Das ist eben das, was ich nicht ganz kapiere. Oder wir müssen es mal anders machen. Aber das geht ja nicht. Weil dann geht der wieder raus. Wir müssen den ja ausschalten. Ach, Ranik. Дай воды. Пожалуйста. Ja, ist genau das, was ich meine. Dann werde ich von dem Typen gesehen. Das ist ja genau das, was ich meine. Du musst den ja ausschalten. Ach, Одесса, жемчужина у моря. Ach, Одесса, тара-тара-тара-тара. Охранник, дай воды. Ja. Wie willst du das anders machen, Alter? Wie willst du das anders machen? Das haben wir mich immer schon so gemacht. Schon seit Jahrtausenden mache ich das schon. Ehrlich gesagt, nee, so lange lebe ich noch nicht. Aber trotzdem, das geht nicht anders. Ach, Одесса, жемчужина у моря. Ах, Одесса, тара-тара-тара-тара. Das Einzige, was wir jetzt noch machen könnten, ist eine Sache. Und die ist ja genauso schwachsinnig, weil eigentlich beißt sich das. Weil du wirst ja trotzdem von Naseweiß gesehen. Охранник, дай воды. Ja. Geht auch nicht, dass du sagst, vorbei. Du musst den ausschalten und in die verdammte Zelle rein. Und du musst schleichen, weil beim Rennen hören sie dich. Ach, Одесса, жемчужина у моря. Ach, Одесса, тара-тара-тара-тара. Ja, jetzt habe ich auf das Ziel geachtet. Ich habe jetzt auf den Stream geachtet, das ist eben das Ding. Ach, Одесса, жемчужина у моря. Ach, Одесса, тара-тара-тара-тара. Охранник! Auch ewig, der scheißt sich nicht aus und der macht so und der macht so. Ich habe immer das so gemacht, dass der rechts da links weg ist. Der ging hier rein, hab ausgeschalten und bin hinter die Tür gegangen. Ja, das dauert viel zu lange. Ich kann bloß nur eins machen, länger warten, noch viel länger warten. Ach, Одесса, жемчужина у моря. Ach, Одесса, тара-тара-тара-тара. Охранник! Дай воды! Дай! Aber der wird ja gesehen, der Chaos, ne? Беженька! Что случилось?
Was hab ich gerade gesagt? Klar könnte ich den einen mit Pfeil wegschießen. Aber ich brauche ja die Pfeile. Sorry, wenn ich jetzt ein bisschen heiser klinge oder irgendwie, es rächt mich einfach nur auf, Alter.